So, und herzlich willkommen wieder zum weiteren Let's Play mit Civilization 5, Part Nummer 3 schon mittlerweile. Wir waren dabei, uns die Küste entlang zu hangeln mit den Dörfern. Gut, ich habe eigentlich direkt mal aufgenommen, aber pst, soll niemand wissen. Gut, die nächste Runde, genau, wo wir auch stehen geblieben sind. Und das war laut. Naja. Sonst kann man jetzt die Wirtschaft einführen, weil wir jetzt ja im Mittelalter sind. Und die Wirtschaft wollte ja sowieso beginnen. Die ist mir persönlich wichtiger als die Ehre. Weil das ist mein finanzielles Polster. Genau. Dann können wir uns doch einfach mal bisschen was. Fangen wir mit einem Schrein an. Wir brauchen da unten echt eine wirtschaftlich bessere Lage. Hier sind wir jetzt auch fertig. Finde ich gut. Finde ich auch echt wichtig. Nur wohin des Weges? Ja, schau mal. Was kann man schönes was machen? Selbstverständlich brauche ich eine bessere Wirtschaftslage hier oben. Wie ihr seht, sind wir eben nur am Bauen von Minen. Ich sogar sagen könnte, es reicht vorerst. Okay, da ist es reingequetscht. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Ja, genau. Den wollte ich. Puh. Den können wir da hochschicken. Dann können wir den hier hinschicken. Den können wir hier hinschicken. Ich brauche jetzt wirklich Full Speed. Wir sind jetzt wirklich am massiven Expandieren. Der muss ungefähr in die Richtung. Da hat's Flüsse, sehen wir ja. Nur brauchen wir entsprechend auch Territorium. Was sich lohnt. Das Gold, wie gesagt, ist wirklich ein Augenschmaus. Ansonsten. Der Speer will wohl zurück. Mein Königreich für ein Pferd. Genau, Reiterin haben wir jetzt damit auch. Bauen wir jetzt mal von Clearing nach Never Death eine Street. Wo ich sagen kann, das ist wert. Ansonsten baue ich einfach überall jetzt die Gelände aus. Umzuschauen. Dass wir später noch ein bisschen was hinbekommen. Ne? Sehr gut. Philosophie. Ja, Philosophie. Hummers Orakel gibt eine freie Sozialpolitik. Kann man immer gebrauchen. Ist mir soeben aufgefallen. Da kann man das Schaf bewirtschaften. Hier kann man auch bewirtschaften. Da kann man Minen bauen. Ansonsten sind wir auch schon wieder fertig mit der Runde. Genau. Ja. Ansonsten schauen wir, ist irgendwas Neues pflichtig ist. Nicht wirklich. Ihr könnt ja mir mal einfach mal sagen, wie ihr spielen würdet. Würde mich wirklich mal interessieren, wie eure Strategien ausschauen. Ich lege mich eigentlich am Anfang immer militärisch ziemlich zurück, muss ich ehrlich sagen. Was eigentlich ein Nachteil für mich ist, weil ich wirklich dann
machtlos bin. Deswegen bin ich jetzt der Meinung, dass wir auch langsam Militär aufbauen. Und wir bauen uns jetzt die erste Straße nach Neverdeath. Genau. Sehr schön. Machu Picchu ist auch schon fertig. Genau. Den lassen wir durchrennen. Brauche ich jetzt alle im Süden. Gut. Schauen wir mal. Die Karawanen sind weiter, weiter zieht der Lotz. Karawan auf. Was soll's? Hab schon gesungen, also nicht mehr. Karawan. Es gibt nur ein einziges Gut für den Menschen, die Wissenschaft. Und nur ein einziges Übel, die Unwissenheit. Interessant. Gut, jetzt kommen Tempel. Staatliche Hochschulen. Da muss überall eine Bibliothek gebaut sein. Und ein Oracle bauen. Ich sag das mit Fleiß so schlimm, weil ich in dem Fall einen Blitz auf die Firma Oracle gezogen habe. Warte. Naja. Warum auch immer ich das gerade gemacht habe. Sprich, weil das würde ich jetzt gleich hören, das wäre peinlich. Naja. Dann König. Okay. Merke fürs nächste Mal, Telefon, wir haben Let's Play ausschalten. Meine Fresse. Mein rechter Arm wird langsam schon ein bisschen hoch. Naja, durchbeißen, ne? Belesen sind immer noch. Schon wieder Telefon. Ja, entschuldige mich mal schnell. Telefon gepackt und losgemacht. Das nervt jetzt. Gut, Schauen wir mal. Weiter ausbauen. Alles weiter ausbauen. Städte sind gewachsen. Wir bauen uns. Schön weiter aus. Stallung. Ne, Tempel. Ruinen entdeckt. So ein Super. Panzer Armee. So ein Super. Wo haben wir denn Ruinen? Da. Das ist nicht erwähnenswert. Naja. Wobei, wenn ich den hier baue,
hier oben einen hinbauen und weiter hier unten, weil es scheint, als geht der Fluss hier runter. Habe ich das sehr gut ausgebaut. Müsste ich hier mal nachschauen. Ja gut, schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Wir sind hier fertig, können das Kolos bauen. Hier wollen wir eine, da wollen wir eine Farm. Den lassen wir erkunden. Wo ein? Hat sich gelohnt, die Takotami? Nicht. Ich empfehle euch wirklich, die Takotami zu bauen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr mit eurer Armee verdoppeln könnt. Ich habe jetzt den wirtschaftlichen Totalschaden dafür verursacht. Also für mich gesehen. Das war's nicht wert. Nun gut. Das heißt rum. Den lassen wir weiter Richtung Heimat schippern. Schipper. Ja, ne. Der kann ein Oracle bauen. Hier können wir eine Zeusstatue bauen. Puh, plus eine Kultur mehr. Ohne. Ich bin zu gut. Ach so. Naja, Leute, sag das doch. Na gut. So sei es drum. Hier können wir mal ein paar Seewege bauen. Den können wir auch weiter lang schippern lassen. Wobei er dadurch nicht sehr effektiv ist. Weil ich ungefähr hier haben will. Genau. Da kann man ein bisschen Geld wirtschaften. Da kann man Stonehenge bauen. Kann mir ein bisschen mehr Protonen gibt kurzfristig, bis ich den nicht gebaut habe. Erforscht habe. Was natürlich aber noch dauern kann. Wenn Stücke von Bronze oder Gold brechen, fügt der Schmied sie im Feuer wieder zusammen. Und das Band ist geknüpft. Sehr schön. Gut. Wie schon erwähnt, bald bewirtschaften. Das ist eine langweilige Phase. Wo ich sag, ich könnte besser ausbauen. Physik, ich will Notre Dame bauen. Wie ihr seht, ich gehe auch massiv auf Weltwunder. Der eigentlich schon schön ist. Skanagahak. Noch ein Highlight. Ja, im Prinzip das, was da unten steht. Gut, wir haben ein anderes Volk gefunden. Das heißt, vier sind noch offen. Wir können ja mal mit ihm handeln. Hau. Botschaft. Können wir ihn dafür geben? Annehmen. Wir wissen, was er ist. Boah, das ist Skandinavien. Kenne ich aus Erfahrung. Hier ist ungefähr Schweden, Norwegen, Finnland zur Vorstellung. Also ist es Schweden, Finnland. Ja, so ungefähr. Gut zu wissen, finde ich. Hinten. Hier haben wir eine Decke. Das heißt, einer, der uns in die Quere kommen kann. Naja, dann schauen wir nochmal. Was haben wir? Eine Werkstatt. Wir brauchen eine Produktion. Hier können wir jetzt erstmal unseren Schrein bauen. Hier machen wir unsere Sägewerke.
Den lassen wir mal die Straßen entlang rennen. Ich hoffe, der geht den nächsten Hund ein. Oder nicht. Übrigens, ich will von euch echt noch einen Vorschlag für die neue Stadt. Beziehungsweise eine ganze Liste an Stadtnamen. Also, ich hoffe auf ein paar Vorschläge. Genau, die Runde machen wir noch zu Ende. Renn hier, renn da. Machen einen anderen Handelsposten hin. Und hoffen aufs Beste. Genau. Dann schmeißt er mal irgendwie die Straße. Hilft ja nichts. Er macht's ja nicht. Holen uns noch einen kleinen Boost und dann hoffe ich auf coole Vorschläge von euch. Bis die Tage. Tschüss.